Herzlich willkommen beim Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft bei unserem Talk zur Sache. Ich bin Matthias Banners und für heute Ihr Moderator. Wir werden über das Thema Zukunft der Arbeit diskutieren, und zwar mit Johannes Vogel und Wilhelm Robert von Beumann. Johannes Vogel ist arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und war auch einige Jahre Geschäftsführer einer Arbeitsagentur, also auch Erfahrungen aus der Praxis. Herr Oberste Bollmann ist Vizepräsident im Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister BAP, Vizepräsident im Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft BDI und außerdem Prokurist bei der Kötter Personalservice. Wir werden ganz regelmäßig mit neuen Studien konfrontiert, die voraussagen, dass aufgrund der Digitalisierung sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen werden in den nächsten Jahren. Es werden aber auch jede Menge Arbeitsplätze hinzukommen. Wir haben mit dem Thema Strukturwandel auch in der Vergangenheit irgendwie halt schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch diesen Strukturwandel managen werden. Herr Vogel, vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung bei der Bundesagentur für Arbeit, was würden Sie vorschlagen? Die GroKo hat sich ja vorgenommen, jetzt eine nationale Beschäftigungsstrategie aufzulegen. Was sollte da aus Ihrer Sicht unbedingt drinstehen, gerade wenn es irgendwie halt darum geht, auch Mitarbeitern, die irgendwie halt bisher noch keine Ausbildung haben, wenn es darum geht, die irgendwie in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen irgendwie halt in Zukunft bessere Chancen zu eröffnen? Dass ich in Ihrem Grundblick auf die Veränderungen völlig teile, und ich glaube, das ist auch wichtig, das bei der Debatte immer im Hinterkopf zu haben, dass es eben nicht Grund gibt, Angst zu haben, das wird alles ganz furchtbar und uns geht die Arbeit aus. Die Debatte ist ja so alt wie die Industrialisierung, kennen wir schon, beginnend bei den Weberaufständen und auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten kann man das immer wieder sehen. Ich fand es ganz bemerkenswert. Ich habe letztens noch mal einen Zusammenschnitt von Spiegel-Titelseiten gesehen. Der Spiegel ist ja einer unserer Medien, die immer mit Zukunftsoptimismus und Hoffnung in die journalistische Bewertung gehen und damit die Debatte prägen und niemals mit Angst und Pessimismus. Erkennbare Ironie. Jedenfalls auf dem Titel war nahezu aus jedem Jahrzehnt der Bundesrepublik ein Titel zu erkennen, gleich Kollege Roboter nimmt uns die Arbeit weg, die neue Massenarbeitslosigkeit etc. pp. Und irgendwie sind wir trotzdem mit allen Schwankungen auf Dauer jetzt bei einem Beschäftigungsrekord und haben so viele Menschen in Beschäftigung wie nie zuvor. Also ich will damit sagen, auch in Zukunft gibt es kein Grund zur Sorge, aber der Anpassungsbedarf wird natürlich gewaltig sein. Und ich glaube, eigentlich müssen wir doch drei Überschriften arbeitsmarktpolitisch im Kern haben. Erstens, ich glaube, wir brauchen mehr Flexibilität und nicht weniger. So tief wir jetzt heute hier nicht. Zweitens, wir müssen in beste Bildung und Weiterbildung investieren. Das ist eine Herausforderung im Bildungssystem. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung im Übergangssystem zwischen Schule und Beruf. Können wir vielleicht gleich vertiefen. Aber es geht eben auch um Weiterbildung, weil in der Tat wir nicht sagen können, jemand verlässt das Bildungssystem womöglich auch mit einem Abschluss. Und dann 30, 40 Jahre reicht das, sondern Weiterbildung, lebenslanges Lernen muss in meinen Augen konkreter werden, als wir das in der Vergangenheit oft in Sonntagsreden hatten. Insofern finde ich gut, dass die mögliche neue Große Koalition vorhat, bei dem Thema was zu machen. Was dann konkret dabei rauskommt, wie wir vielleicht über die Bundesagentur für Arbeit, vielleicht über andere Instrumente in Weiterbildung von Beschäftigten auch investieren können, das müssen wir uns anschauen. Ich glaube, dazu muss die Herausforderung doch kommen, dass, und das ist drittens, wir Aufstiegschancen für alle schaffen, die es am Arbeitsmarkt schwer haben. Da sind wir in den letzten Jahren bei allem Boom, bei allem Beschäftigungswunder ja auch, wenn wir ehrlich miteinander sind, nicht so gut vorangekommen. So, und da geht es um nachholende Qualifikation. Da finde ich auch die Initiative, die Herr Oberste Bollmann gleich vorstellen wird, sehr spannend. Da muss es aber auch noch um andere Maßnahmen gehen. Ich glaube zum Beispiel, dass das Thema öffentlicher Beschäftigungssektor nicht reichen wird. Wir müssen auch das Thema Hartz-IV-Zuverdienstgrenzen anpacken. Da liegen, das weiß ich aus der Praxis, konkret Steine im Weg für die Menschen. Also ein breites Themenfeld, wo wir verschiedene Maßnahmen zu einem Gesamtpaket zusammenbauen müssen. Danke, Herr Vogel. Sie haben ja bereits das Stichwort für Herrn Oberste Bollmann gegeben. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Aus dem Vorgespräch folgend. Das Drei-Stufen-Modell des
BAP ist ja ein ganz konkreter Vorschlag, Menschen, die bislang noch keine Qualifikation haben, mit einer Qualifikation, einer beruflichen Qualifikation in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Stellen Sie das Modell bitte mal vor. Ja, gerne. Ja, wir haben uns natürlich in der Branche Gedanken gemacht, was können wir für Geringqualifizierte tun? Wie schaffen wir das, dass die Personen also dauerhaft in Arbeit bleiben? Nicht nur in den Zeitarbeitsunternehmen, ist man ja fairerweise sagen, denn viele werden noch übernommen, was immer noch nicht in allen Köpfen ist. Und haben gesagt, ja, wie schaffen wir es, dass die auch in Krisenzeiten nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind? Ganz kann man es ja nicht ausschließen. Und haben uns natürlich unsere Beschäftigungsstruktur angeguckt. Wir beschäftigen in der Branche natürlich noch einen großen Hilfeanteil, der natürlich dann relativ, ich sag mal, niederschwellig anfangen oder beginnt, natürlich in Qualifizierungsmaßnahmen einbinden sollte. Das Problem dabei ist natürlich, dass sie Personen haben, die arbeiten schon zum Teil relativ lange in ihren Helferberufen, haben aber die gesamten theoretischen Kenntnisse nicht, denen fehlen auch viele andere Dinge noch. Sondern wir haben gesagt, wir setzen jetzt ein Modell auf, das wirklich niederschwellig anfängt. Das geht über 4 Stufen. In der Stufe 1 haben wir uns dann also für 3 Berufsgruppen, nämlich den Montagehelfer, den Lagerlogistikhelfer und auch den kaufmännischen Beruf, den Beruf nämlich Dialogmarketing, ausgesucht und versuchen dann in den ersten 3 Monaten diese Person dann zum, ja, ich sag mal, Montagefachhelfer oder zum Fachhelfer Lagerlogistik oder Fachhelfer Dialogmarketing zu qualifizieren. Nach diesen 3 Monaten wird es eine Prüfung mit dem TÜV Rheinland geben, wo Sie ein Zertifikat bekommen, ein personenbezogenes Zertifikat. Das ist, ich sage mal, zum ersten Mal für die Personengruppe ja auch ein Motivationsschub. Sie haben was in der Hand, Sie können darauf aufsetzen. Und dann geht es in weiteren Stufen, bei den gewerblich-technischen, in 2 Stufen nochmal weiter, wo Sie dann zum Fachassistenten oder erst zum qualifizierten Montagehelfer oder Lagerlogistikhelfer ausgebildet werden. Im Dialogmarketing gibt es dann nur noch die eine Stufe dort. Und dann kommt eigentlich, das geht über 12 Monate nochmal, jeweils in verschiedenen Abschnitten. Auch da gibt es dann Zwischenschritte mit einer Prüfung, wo Sie ein Zertifikat bekommen. Und dann kommt eigentlich so die letzte Stufe, da können wir heute noch nicht drüber reden, weil da sind wir auch noch so in den Findungsphasen. Wie machen wir das? Wie wollen wir das machen? Nur für Sie wichtig ist diese ersten Stufen, das ist reines E-Learning-Verfahren. Also die Mitarbeiter, die ja zum Teil in ihren Berufen ja schon längere Zeit gearbeitet haben, gewisse Voraussetzungen brauchen sie auch, können sich am Handy, am iPhone, am Tablet, am Rechner hinsetzen und können all die Dinge durchgehen. Für die Unternehmen haben wir es sehr einfach gemacht, nämlich, dass der Disponent in den Niederlassungen sie begleiten kann, sie auch immer mal wieder ein Stück kontrollieren kann, wie weit bist du jetzt, brauchst du Hilfe. Aber nicht so, dass es seine Arbeit beeinträchtigt. Und das ist alles auch für die Personen kostenlos. Das Einzige, was durch die Unternehmen getragen werden muss, sind die Prüfungsgebühren. Und ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Wenn man am Ende Prüfungsgebühr bezahlt und der Mitarbeiter dafür aber schon qualifizierter ist. Was wir damit zusätzlich erreichen wollen, ist einfach, dass wir als Branche auch sagen, wir können für unsere Kundenbetriebe Personal entwickeln. Also das ist ein Steckenpferd von mir, sage ich jetzt mal ganz offen. Ja, wir können als Branche damit sagen, lieber Kundenbetrieb, die demografische Entwicklung, Fachkräftebedarf, deine Altersstruktur, guck sie dir doch mal an und wir können gemeinsam mit dir das Personal für die Zukunft entwickeln. Was ich allerdings als Wermutstropfen auch hier einschieben muss, ist, wir haben versucht, das Ganze natürlich im Rahmen der AWW-Novellierung, im Rahmen der Österreich-Belastungsdauer mit einzubinden, weil für so ein Modell brauchen Sie ungefähr 36 Monate. Weil die Personen können nicht nahtlos von einem Kurs in den anderen gehen. Sie brauchen dann zwischendurch auch mal eine Zeit, wo Sie sich mal wieder orientieren können. Das geht leider mit der jetzigen Höchstüberlastungsdauer nicht. Das muss man fairerweise sagen. Sie können natürlich das Unternehmen wechseln und im zweiten Unternehmen weitermachen. Aber dann müssen Sie natürlich wiederum gucken, wie kommen Sie in den Betrieb hinein? Wie sind Sie dort beschäftigt? Ja, wie ist die Motivationslage in den Betrieben dort? Und da brauche ich so ein bisschen auf die Opposition, dass sie uns an der Stelle vielleicht mal helfen kann. Nochmal eine Nachfrage, Herr Oberste Bollmann. Warum hat die Zeitarbeit so ein großes Interesse
gerade auch qualifizierte Mitarbeiter zu entwickeln? Ja, ich sag mal, wir müssen natürlich schauen, wo kommt denn das Personal in der Zukunft eigentlich her? Ja, wenn Sie in vielen Regionen Deutschlands schauen, da herrscht Fachkräftebedarf ohne Ende. Zum Teil gibt es noch nicht mal mehr die qualifizierten Helfer. Und wir müssen durchschauen, dass wir, wenn wir unser, ich sag mal, Modell weiter auch laufen lassen wollen, wenn wir unsere Geschäfte weitermachen wollen, wo kommt unser Personal her? Wie können wir es aus eigener Kraft qualifizieren, um dann über die verschiedenen Stufen auch am Ende den Facharbeiter zu haben, den wir ihnen dann beibringen können? Und wir wissen auch, dass viele Unternehmen relativ schnell Personal übernehmen. Und ich glaube, da liegt aber unsere große Chance, dass wir mit den Kundenbetrieben sagen können, wir entwickeln gemeinsam für dich das Personal. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass wir weiter Mitarbeiter haben, die wir auch beschäftigen können, die wir verleihen können. Und auf der anderen Seite der Kunde natürlich dann auch am Ende die qualifizierte Kraft in seinem Unternehmen. Aber theoretisch ist das Modell auch denkbar, Verständnisfrage, bei wechselnden Entleiheeinsätzen. Es ist nur einfacher, in der Praxis realistischer, sozusagen bei dem längeren Entleihe. Das ist natürlich schwierig, wenn die Mitarbeiter, die müssen sich auf den neuen Einsatz natürlich wieder empfinden wir. Sie müssen dort im Unternehmen natürlich auch wieder Werbung dafür machen. Ja. Auf der anderen Seite haben natürlich, ja, ich sag mal, die Betriebe wieder das große Problem. Macht es bei mir auch weiter, will das weitermachen. Denn ich glaube, das größte Problem heute ist, die Person einfach zu finden, die bereit sind, sich qualifizieren zu lassen. Ja, das ist ja, wenn ich mir den Helfer anschaue, der macht das alles jetzt neben seinem Beruf, in den ersten Phasen hier. Der hat zu Hause Familie, um die man sich auch noch ein bisschen kümmern muss. Und ich weiß es aus der Erfahrung aus meinem alten Unternehmen, dass man wirklich viele Personen auch mal in den Arm nehmen musste. Da muss er sagen, pass mal auf, das brichst du nicht ab. Manchmal musste man ihnen auch, ja, ich sag mal, einen kleinen Tritt geben und sagen, du bist jetzt so weit. Und jetzt machst du bitte auch zu Ende. Ja. Denn das sind ja Personen, die haben ja die Schulbank lange nicht mehr gedrückt. Und vor allem, was Sie nicht vergessen dürfen, ist, ganz am Ende machen Sie eine externe Prüfung, die sich nicht unterscheidet von anderen Prüfungen. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen keinen Beruf zweiter Klasse aufsetzen. Ja. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz schwieriges Thema, um die Person mitzunehmen. Ich war, ja, wenn ich darf, im Vorgespräch deshalb interessiert, weil ich finde es eine sehr gute Idee, weil, glaube ich, drei Dinge zusammenkommen. Erstens, es verbindet das, was ich eingangs gesagt habe, zwei Handlungsfelder, nämlich Weiterbildung von Beschäftigten als grundsätzliche Herausforderung und Aufstiegschancen, gerade für diejenigen, die schwerer haben, verbindet es sozusagen in einem Programm. Zweitens, ich glaube, es greift auf etwas, was ich auch aus der Praxis in der Agentur erinnere und erlebt habe, etwas auf, was sehr deutsch ist. Nämlich im Vergleich zu anderen Arbeitsmarktkulturen haben wir besonders gerne ein Zertifikat. Wir glauben, so richtig ist was wert, erst wenn es Brief und Siegel bekommen hat. Also es gibt in anderen Arbeitsmärkten durchaus stärker die Kultur, mal nach Referenzen zu hören, zu vertrauen, der hat sich bewährt, mal eher auszuprobieren. Die Deutschen sind tendenziell und der ein oder andere Unternehmer oder das ein oder andere Unternehmen in unserem Land eher sagen, aber jetzt mal gucken, ob das alles Hand und Fuß hat. Und Hand und Fuß ist eben zwei Brief und Siegel. Insofern die Schritt, also erstens am Ende vielleicht gar einen richtigen berufsqualifizierenden Abschluss zu haben, aber auch die Zwischenzertifizierung finde ich deshalb sehr spannend, weil sehr deutsch, positiv gesprochen. Und drittens, ich glaube, genau den Abschluss hinzukriegen am Ende möglicherweise ist natürlich spannend, weil wir ja durchaus wissen, dass einige Menschen, die am Arbeitsmarkt aus welchen biografischen Hintergründen auch immer in einer Helfertätigkeit gelandet sind, also über Schulabschluss hinaus nichts gehabt haben, dass die, wo man sagen muss, auf lange Sicht wäre es auf jeden Fall sinnvoll, die machen noch eine duale Ausbildung. Aber der 28, 29, 30-jährige Helfer verdient im Zweifel eben besser als ein Azubi. Und dann ist die Abwägung individuell oft sehr, weiß ich, sehr schwierig. Sehr viele entscheiden sich dann, ja, ich bleibe lieber jetzt erstmal bei mehr, sozusagen mehr finanziell auf der Tasche, anstatt jetzt nochmal in ein Azubi-Gehalt zu gehen, also in eine klassische Ausbildung. So, in der nächsten Krise kann das derjenige sein, oder in der nächsten Konjunkturdelle, der das Problem hat. Und hier haben wir sozusagen nicht ein Azubi-Gehalt, sondern eine Beschäftigung in der Zeitarbeit, wo die Löhne durchaus höher sind. So, und gleichzeitig findet die nachholende Qualifizierung statt. Das ist spannend, wenn es gelingt.
Ich nehme gerne den Hinweis auf Stichwort Höchstüberlassungsdauer. Ich verrate hier kein Geheimnis, dass ich persönlich und wir als Freie Demokraten sowieso von der letzten Zeitarbeitswende nicht überzeugt waren. Ich glaube, über die letzten Jahre gab es durchaus Reformbedarf in der Zeitarbeit. Teilweise habe ich ihn auch, um Missbrauch abzustellen, habe ich ihn selber mit begleitet. Nur das letzte Gesetz war unnötig, weil die Probleme, auch die vermeintlichen Gerechtigkeitsfragen, Stichwort Equal Pay, waren in meinen Augen durch die Branchentarifverträge, die Reformen vorher, Schleckerklausel und so weiter und so fort, die echten Probleme waren eigentlich gelöst. Und dann hat die Politik ein Gesetz gemacht, wo ich sagen würde, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen mit Montesquieu. Und hier zeigt sich an einem Detail, wie richtig das ist. Die Höchstüberlassungsdauer passt nicht zum deutschen Zeitarbeitsmodell, nach meiner Überzeugung. Und hier sieht man, dass es eben auch teilweise für die ganz konkret Beschäftigten schädlich sein kann. Insofern nehme ich gerne auf, machen wir gerne als Opposition, machen wir sowieso Druck. Und es ist ein weiteres Argument, warum in meinen Augen die Überlassungsdauer zumindest exakt so, ausnahmslos, idealerweise gar nicht, aber mindestens nicht exakt so bestehen werden soll. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt haben Sie die Möglichkeit für Fragen oder kurze Statements. Wenn Sie möchten, würde ich mich über ein kurzes Handzeichen freuen oder stehen Sie einfach auf. Ja, mein Name ist Axel Schnell, ich komme vom BPA, das ist der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Wir vertreten die privaten Pflegeeinrichtungen, sind auch Mitglied im BDWI. Und meine Frage oder auch zielt auf den Zusammenhang oder auf die Einschätzung hinsichtlich der Zeitarbeit in Mangelberufen. Also wie bewerten Sie eigentlich Zeitarbeit in Mangelberufen? Vielleicht bringt das auch ein bisschen, sage ich mal, Würze in die Diskussion, weil natürlich insbesondere für unsere Branche dieses Thema Zeitarbeit etwas schwierig ist. Eigentlich verstehe ich Zeitarbeit auch in Ihrem Sinne, Herr Vogel, als ein Lösungsmechanismus für mehr Flexibilität. Ja, das heißt, wenn ein Unternehmen einen personellen Engpass hat, dann muss es in der Lage sein, das auszugleichen, zum Beispiel indem eben auch Zeitarbeitskräfte möglichst unbürokratisch engagiert werden können. Das ist ja erstmal etwas sehr Positives. Wir erleben das jetzt so ein bisschen anders, weil wir in der Pflege eine extreme Mangelbranche sind. Also es gibt einen permanenten Fachkräftemangel in der Pflege und wir erleben eben nicht, dass Zeitarbeit ein Problemlöser ist, sondern teilweise ein Problemverstärker. Dadurch, dass Fachkräfte aus bestehenden Arbeitsverhältnissen abgeworben werden, aufgrund des Fachkräftemangels ihnen über die Zeitarbeit ein deutlich höherer Lohn zugesagt werden kann, was für die Pflegekräfte natürlich attraktiv ist. Wir haben eine Marktwirtschaft, sie richten sich dann eben nach Angebot und Nachfrage, kündigen ein bestehendes Arbeitsverhältnis, gehen in die Zeitarbeit, verdienen dann mehr. Aus unserer Sicht ist das in dieser Branche, es wird ja vielleicht auch noch andere geben, ein Problem, weil eigentlich aus dem Problemöser Zeitarbeit ja ein Problem wird, weil nämlich Arbeitskräfte abgeworben werden und das ist ja vielleicht auch insgesamt interessant, die Arbeitskosten sich dadurch natürlich erheblich verteuern und deswegen würde mich Ihre Position interessieren zur Zeitarbeit in Mangelberufen. Wenn ich soll, ich finde das einen spannenden Aspekt. Es zeigt ja übrigens erster Gedanke, wie sich Blick und Realität, oder anders, Blick, Realität war immer schon nicht ganz treffgenau, die politische Debatte auf Zeitarbeit verändert hat. Vor ein paar Jahren wären Sie mit dem Statement noch als Exot betrachtet worden. Weil sagen, weil Zeitarbeit ist doch das mit dem Lohndumping, wo wir dann mit den niedrigen Löhnen, das zeigt ja, dass das mit Blick auf deutsches Arbeitgebermodell und eben auch Branchenzuschlagstarife eben nicht mehr trifft, was ich positiv finde. Aber ich glaube, Zeitarbeit sollte nicht für Lohndumping da sein. Das will ich immer politisch vertreten, sondern sollte da sein für Flexibilität. Übrigens, arbeitgeberseitig ja, aber ich finde auch arbeitnehmerseitig. Das ist jetzt vielleicht in Ihrer Branche in Teilen nur zutreffend, aber insgesamt erleben wir doch einen Arbeitsmarkt im Wandel und auch vielfältigere Biografien, auch Zickzack-Lebensläufe, die vielleicht häufiger wechseln wollen, das geht jetzt sehr generell, ich komme gleich noch zum konkreten Punkt, wechseln wollen, vielleicht zwischen Anstellung, Selbstständigkeit, Gründung, zurück in der Anstellung. Und ich glaube, für den einen oder anderen kann Zeitarbeit durchaus da ein spannender Flexibilitätsmittelweg sein. Also ich sag mal, ich will nicht voll in die Selbstständigkeit, ich will in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sein, das ist dann eher so das Spezialistengeschäft in der Zeitarbeit, also höher qualifizierten. Aber ich finde wechselnde Arbeit, also wechselnde Einsätze, auch wechselnde Unternehmen zu sehen, durchaus spannend. Und ich glaube, auch dieses Flexibilitätsbedürfnis eben von Selbstbestimmung für Beschäftigte oder einfach für Erwerbstätige ist wichtig und finde gut, wenn die Zeitarbeit auch das befriedigt. Ich verstehe, dass das bei Ihnen zu Problemen führt. Aber ehrlich gesagt, in der
spontanen Betrachtung, bevor wir das Thema auch vertiefen können, kann die Lösung doch nicht sein, dann jetzt die Zeitarbeit an der Stelle wegzuregulieren, verbieten, zu problematisieren, sondern das Problem ist doch eigentlich, die Ursache ist der extreme Fachkräftemangel in der Pflegebranche. Also mein Gefühl wäre, wenn wir jetzt bei der Zeitarbeit ansetzen und sagen, irgendwas verbieten oder regulieren, oder auf die Idee könnte man ja kommen aus Ihrem Statement folgend, glaube ich, kurieren wir das Symptom, kurieren nicht die Ursache. Das halte ich nie für eine gute Idee, sondern auf die Ursache schauen. Das heißt, die Frage stellen, wie können wir Fachkräftemangel in der Pflegebranche beseitigen? Wie können wir da dafür sorgen, dass wir, wie können wir das Berufsfeld attraktiver machen? Durchaus nicht nur, was Bezahlung angeht. Nach allem, was ich in vielen Besuchen in Pflegeheimen höre, sind oft andere Faktoren, Wertschätzung, Bürokratie, Last etc., Arbeitsorganisationen relevanter. Wie können wir dafür sorgen, dass überhaupt mehr Menschen zu ihnen kommen? Wir müssen auch über erwerbsbezogene, gesteuerte Zuwanderung, gerade im Bereich Pflegekräfte, reden. Bin ich fest von überzeugt. Es gibt schon erste spannende Pilotprojekte, habe ich teilweise bei der BA selber mitentwickelt. Aber das ist ja alles noch im Kleinen, das ist als Gesellschaft insgesamt hochskaliert. Also mein spontanes Gefühl wäre eher an der Ursache ansetzen, und das scheint mir der Fachkräftemangel in der Pflege zu sein. Vielleicht auch nochmal zwei Sätze dazu. Ich habe es in der Praxis erlebt, dass durch unsere Pflegekräfte in den Heimen zum Beispiel dort erstmal das Verständnis gewachsen ist, auch über flexible Arbeitszeitmodelle nachzudenken. Ja, das war ein sehr interessantes Bild, aber früher gab es diese starren Systeme oder hast einen starren Schichtplan. Und dadurch, dass natürlich Zeitarbeitskräfte kamen, die auch, ja, ich sag mal, vielleicht am Wochenende auch gerne arbeiten wollten, konnte man in den Heimen die eigenen Kräfte an diesen Tagen ein Stück frei machen. Die haben ein Stück Zeit für die Familie gehabt. Das ist ein ganz, ganz langer Weg. Das ist auch ein, ich sag mal jetzt mal, ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Aber am Ende gab es Zufriedenheit auf allen Seiten. Auf der anderen Seite darf man eins nicht vergessen. Sie sagen jetzt, ja, Personal geht in die Zeitarbeit. Auf der anderen Seite möchte ich wissen, wie viele Personen wir permanent jeden Tag verlieren durch Übernahmen der Kundenbetriebe. Ja. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen im Endeffekt. Dass Sie jetzt ein bisschen davon betroffen sind, ist klar. Auf der anderen Seite profitieren die Unternehmen davon, dass wir natürlich als Zeitarbeitsbranche die Personen erstmal suchen, dass wir sie entwickeln und dass wir sie dann auch bei den Modellen wird es passieren, dass sobald sie Zertifikate haben, in die Übernahme gehen. Ja, aber ob das wollen wir, das wollen wir auch nicht verhindern, um Gottes Willen. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Jost Vielhaber. Ich bin von der Firma Reuter.de und wir sind ein Onlinehandelsunternehmen. Das heißt, wir verorten uns selbst in der Digitalwirtschaft, wenn Sie so möchten. Und eines der Themen, die wir gerne ansprechen, ist das Thema der Beschränkungen durch das Arbeitszeitgesetz. Ja, wir würden da gerne flexiblere Lösungen haben und da hätte ich gerne mal Ihre Meinung. Wie stellen Sie sich da sozusagen sinnvolle Reformen vor, was ja vielleicht nicht uns nur in der Branche zugute käme, sondern wenn ich Ihre Ausführungen von eben rekapituliere, muss ich sagen, da gab es früher interessante Lösungen, gerade im Bereich der Pflege, die dann dazu geführt haben, 11 Stunden Nachtschicht, aber dann 7 Stunden oder 7 Tage sozusagen frei im Anschluss, doch deutlich attraktiver als einen Tag im Anschluss. Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben uns dann sehr schnell auf sozusagen das andere Thema konzentriert. Ich habe eingangs gesagt, eine dritte Überschrift, wenn wir auf den Arbeitsmarkt heute schauen, muss eindeutig sein, mehr Flexibilität und nicht weniger. Das ist meine feste Überzeugung. Ich halte es eben auch falsch, dass teilweise jetzt noch Debatten der letzten Jahre fortgesetzt werden sollen, dass man sich politisch vor allem darum streitet, wo nehmen wir Flexibilität der letzten Jahre zurück, Thema Diskussion über Befristung etc. Ich glaube, im Blick auf die sich verändernde Arbeitswelt gibt es doch einen großen Bedarf an mehr Flexibilität und Selbstbestimmung, übrigens explizit für die Beschäftigten, gar nicht so sehr für die Unternehmen. Und ich finde, das Thema Arbeitszeitgesetz ist eigentlich geradezu das Paradebeispiel dafür. Ich erlebe hier im politischen Berlin oft auf Podien, dass, wo mir dann als FDP da vorgehalten wird, ja, ihr wollt doch da irgendwie die Standards schleifen und irgendwie dafür sorgen, dass im Zweifel die Leute mehr arbeiten müssen und dann ist doch wieder Gefahr, Ausbeutung und so weiter und so fort. Und ich erlebe im Land, treffe ich ganz viele Beschäftigte, übrigens teilweise auch auf Betriebsratskongressen, wo mir Leute sagen, also bei uns im Unternehmen
sagen mir ganz viele, sie empfinden es als Gewinn, dass sie viel freier einteilen können, was, wann und eben auch von wo sie arbeiten können, zum Beispiel durch mobiles Arbeiten. Ja, das gilt nicht in jeder Branche, aber in sehr vielen Branchen. Und die empfinden es als Teil ihrer Freiheit, selber stärker einteilen zu können, die Beschäftigten, wann am Tag arbeiten sie, wie verteilen sie Arbeitszeit auch in der Woche. Übrigens teilweise auch als Gewinn zu sagen, ich habe die Möglichkeit, nachmittags mal früher das Büro zu verlassen, Klammer auf, weil die Kitas in Deutschland relativ unflexible Öffnungszeiten haben, viel zu häufig, Klammer zu, hol dann mein Kind von der Kita ab, freue mich, wenn ich den Abend vielleicht nicht arbeiten muss, nicht auf die E-Mails schaue, weil ich die Zeit mit der Familie verbringe, während das kleine Kind noch wach ist, und empfinde es dann als positiven Gewinn, wenn ich abends nochmal E-Mails checken kann. Kommt man übrigens aber schon in Kollision mit der Mindestruhezeit, weil wer von denjenigen, die um 23 Uhr die letzte dienstliche E-Mail geschrieben haben, Arbeit wartet denn am nächsten Morgen, bis er um 10 Uhr die Arbeit wieder aufnimmt? Ja, da treffe ich nicht so viele, die das machen. Was heißt das? Millionenfach wird gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen. Daran kann man doch kein Interesse haben. Übrigens, gerade habe ich daran kein Interesse, weil ich will, dass die Regeln, die am deutschen Arbeitsmarkt gelten, die zum Schutz der Arbeitnehmer da sind, dass die eingehalten werden. Und dass wir uns nicht daran gewöhnen, dass die einfach ignoriert werden. Ist doch egal, passt dann nicht mehr. Dann entfalten sie auch irgendwann keine Schutzwirkung mehr. Wenn das so ist, muss man Regeln aber modernisieren, wenn sie nicht mehr in die Zeit passen. Arbeitszeitgesetz passt in meinen Augen nicht mehr in die Zeit. Sie hören möglicherweise so ein bisschen milde heraus, dass ich das Gesetz für zu starr halte und dringend liberalisieren möchte. Ich glaube, dass wir den Handlungsspielraum, den uns die europäische Arbeitszeitrichtlinie gibt, dass wir den stärker ausschöpfen sollten. Was heißt das? Niemand soll mehr arbeiten in Summe oder weniger Pausen in Summe machen müssen, aber wir sollten es den Betroffenen selbst überlassen, stärker zu entscheiden, wie sie das unter der Woche beispielsweise verteilen. Und deshalb glaube ich, das deutsche Arbeitszeitgesetz gehört liberalisiert. Meine Überzeugung ist, mindestens für eine generelle Tariföffnungsklausel müssten sich doch auch politische Mehrheiten im Deutschen Bundestag finden lassen. Wenn man sagt, im ersten Schritt einzelvertragliche Regelung ist uns zu weit, mindestens eine Tariföffnungsklausel, nicht irgendwelche Experimentierräume auf Zeit, wo, glaube ich, kein Tarifpartner eine dauerhafte Lösung finden wird, weil sie ja sagen, ja, erst mal abwarten, was passiert. Das ist ja dieses Mini-Reförmchen, was jetzt die GroKo-Tobi angekündigt hat, sondern eine echte dauerhafte Tariföffnungsklausel müsste doch mehr als fähig sein und wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. Dann ist auch sichergestellt, nichts passiert an Arbeitnehmern vorbei, weil es kann nur etwas verändert werden, wenn die Gewerkschaften zustimmen. Meine These, in sehr vielen Branchen werden wir sehr schnell Bewegung sehen und dann wäre die Debatte auf dem richtigen Weg. Herr Oberste-Bollmann, Thema Arbeitszeitgesetz. Sie hätten dann auch das letzte Wort sozusagen. Ja, man darf doch eines nicht unterschätzen. Wir werden auch das Thema Homeoffice viel, viel stärker in den Fokus nehmen müssen. Und ich meine, wenn ich mir dann Gedanken mache, steht der Bildschirm richtig, ja, oder wie ist der Arbeitsplatz gestaltet hier, dann geht für mich die Debatte wirklich am Ziel vorbei. Ja, wenn ich sehe, dass vielfach gerade im Bereich des Homeoffice die Zeit verbunden wird mit Kindererziehung, ja, ich kann die Kinder abends noch ins Bett bringen, ich kann mich dann noch 2 Stunden hinsetzen, das ist ja auch von der Person gewollt und nichts anderes hier. Und warum soll ich das denn nicht genehmigen können? Ja? Ich glaube, da sollte man nochmal in Zukunft viel, viel stärker an die Betroffenen denken. Denn sonst passiert nämlich das, was Sie gerade gesagt haben. An den Regeln vorbei machen die das sowieso. Und es gibt überhaupt keine Festlegungen mehr. Das würde mir auch nicht so ganz, ja, ich sag mal, schmeckt noch gut deutsch gesagt hier. Da sollte man viel flexibler bleiben, auch den Personen, natürlich auch mit gewerkschaftlicher Unterstützung, da könnte Frage, wenn man das über Tariföffnungsklauseln oder hinbekommen könnte. Und ich glaube, das ginge sogar. Ja, so flexibel ist man heute auch. Dann sollte auch der Gesetzgeber da keinen Riegel vorschieben. Denn das würde dem deutschen Arbeitsmarkt gut tun. Vor allen Dingen den Personen, die sich auch dann um Kindererziehung kümmern wollen. Denn Kinder brauchen wir für die Zukunft. Sonst stehen wir, ich meine, wir sowieso irgendwann dann nicht mehr hier. Ja, aber dann hat Deutschland ein ganz großes Problem. Ich glaube, da sollte man mal stärker hinarbeiten. Ja, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zur Sache beim Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.